Ich bin ja vom Fach und ich habe dann also wirklich entschlossen in dem Moment so, also mit mir nicht, ich will das nicht. Ich will meinen Job ausüben und ich will schon gar nicht im Rollstuhl sitzen und operieren auch nicht. Und habe dann praktisch alles mir zusammengesucht, wo ich wusste, das hilft. Das hat vielen anderen schon geholfen, was ich anderen auch empfehle. Verschiedene Therapien, zum Beispiel Osteopathie, Homöopathie, also alles Mögliche, ayurvedische Massagen. Und habe dann also sehr, sehr viel auch mit Mindset gemacht, habe mich auch coachen lassen. Aber es hört sich jetzt leicht an, aber es war ganz arg schwierig für mich, da wieder das zu akzeptieren und da wieder rauszukommen. Und ich bin wirklich froh, dass ich das geschafft habe und auch als Vorbild für meine Kunden und Patienten sein kann und mitreden kann. Also ich kann wirklich mitreden, ne? Ja, Wahnsinn. Und erzähl mal, wie lange hat es denn gedauert, von solch einem Zustand, wirklich über mehrere Monate nur im Bett zu liegen, dann plötzlich wieder ganz normal eben laufen und arbeiten zu können? Also es hat, bis ich wieder angefangen habe zu arbeiten, hat es definitiv ein Dreivierteljahr gedauert. Ja, das ist ja okay. Du hast ein Dreivierteljahr im Bett gelegen und ein Ja, ein Dreivierteljahr bisschen schon wieder bewegt habe aufgestanden. ich mich schon, aber nein, das ist nicht toll, im Bett zu liegen, Das liebe glaube Anne. ich ja. Aber es ist, ich meine, eine Bewunderung an dich, Ja. ein Dreivierteljahr im Bett zu liegen und ein Dreivierteljahr zu brauchen. Ich hätte jetzt gedacht, du sprichst von Jahren. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Und ja, jetzt bist du ja auch Coach, unterstützt andere Menschen. Erzähl mal, mit welchen Herausforderungen kommen denn die Menschen jetzt zu dir? Also meine Klienten haben Schmerzen, Rückenschmerzen, andere Schmerzen. Ich bin ja Spezialistin für Rückenschmerzen, vom Grundberuf her auch schon. Und die kommen einfach mit Schmerzen. Und manche sind wirklich am Ende. Also die haben einen OP-Termin schon gemacht und kommen auf Empfehlung. Und ja, ich kann nur sagen, der Schmerz treibt sie zu mir. Und wenn sie mich dann finden oder auf Empfehlung kommen, dann ja, so ist es halt. Und dann kommen sie in meine Praxis oder auch online coache ich ja. Und muss sagen, also auch online, wenn mir es keiner glaubt, aber es funktioniert. Also, weil jeder sagt ja, wie kann man bei körperlichen Schmerzen, doch, es funktioniert. Also, Ja, klasse. Und wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da online, dass es funktioniert? Ist das Arbeit, weil du ja schon Mindset angesprochen hast? Was bedeutet das? Was kann man sich da vorstellen? Also ich habe ja meine D-Methode entwickelt danach dann, ne? Also durch mein eigenes Arbeiten. Ich habe das alles jetzt zusammengefasst in einer ganzheitlichen Methode, Dreifachmethode genannt, das heißt D. Und da geht es erstmal ums Körperliche. Ich bin so feinfühlig, ich kann das über die Ferne fühlen. Ja, ich lade aber auch, wer will, darf auch gerne zu mir kommen, ein, zwei, dreimal im Jahr, je nachdem, wie lange das Coaching geht. Und also der körperliche Zustand ist sehr wichtig. Und dann im Gespräch finde ich auch den seelischen Zustand heraus. Also was da noch so im Rucksack des Lebens drin ist, was noch ausgepackt werden darf, weil die Schmerzen kommen ja nicht einfach so. Und dafür braucht der Klient ja auch ein Bewusstsein, sage ich mal, um überhaupt zu erkennen, aha, Moment, das war ja jetzt nicht nur die komische Drehung, die ich gemacht habe und nicht nur zum Beispiel der Stress, da kommen ja schon viele nicht drauf, sondern da steckt ja noch viel mehr dahinter. Ich habe mich zum Beispiel mein ganzes Leben lang verbogen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann dieses energetische Feld, das ist total wichtig, weil unser Körper besteht ja aus Energie. Und wenn die Frequenzen nicht stimmen, wenn die Energie nicht stimmt, dann kann ich über die Ferne, also unabhängig von diesen Coaching-Techniken, kann ich das harmonisieren mit dem, was ich gelernt habe. Also ich habe eine ganze Menge. Machst du das mit Geräten oder Nein, machst du das von dir selber? das mache Okay. ich mit meinen Händen über die Ferne. Die Klienten, die fragen mich dann, wie machst du das denn und so, also die noch nie was von Fernheilung gehört haben. Ich sage immer, das ist, wenn einer da einen Bezug zu hat, wie beten. Ja, also
es gibt ja Menschen, die oder besprechen, hat man früher gesagt, aber das mache ich nicht. Also ich mache das dann nur mental, indem ich mich dann mit dem Klienten verbinde und eben spüre, wo die Energieblockaden sind und löse das dann. Und für mich ist es das Natürlichste der Welt. Ich mache das schon über 30 Jahre. Aber ich sage immer, ich bedanke mich immer für das Vertrauen, weil es auch Menschen, die das nicht verstehen, lassen sich darauf ein und haben nach ein, zwei Mal schon bombastische Erfolge. Und das freut mich immer, also dieses Vertrauen. Ne? Das ist wirklich mega. Und was könntest du sagen, hast du eine Erfolgsgeschichte von einer Person, die so ähnlich wie du vielleicht schon fast im Rollstuhl saß und jetzt eben auch einfach dasteht? Ja. Ja, also das, ich nenne sie mal Erika. Erika, die war zu dem Zeitpunkt so um die 65 und kam zu mir auf Empfehlung von einer Kundin und die kam also live zu mir und hatte schon einiges durch an Therapien, also auch Osteopathie und so weiter und so fort. Und da habe ich dann gleich gesagt, okay, ich mache jetzt mal nur, in Anführungsstrichen, nur meine Energiearbeit mit dem Körper, was ja auch über die Ferne geht, und natürlich Bewusstsein. Also wir haben dann schon geschaut, was aufzulösen ist, also welche Themen bei ihr noch überhaupt nicht bearbeitet waren, waren zum Mutterthema. Und es war wirklich wie ein Wunder. Also nach einem halben Jahr, wirklich nach einem halben Jahr, die war wirklich schon, die hatte ihren OP-Termin schon, als sie zu mir kam. In 3 Wochen, sagt sie, ist der Termin. Ich vertraue Ihnen. Ja, und den hat sie abgesagt und nie wahrgenommen. Die habe ich nach einem halben Jahr nie wieder gesehen. Ich weiß, dass es ihr gut geht, dass sie wieder ihren geliebten Garten machen kann. Ihre Hühner hat sie noch und also nicht zu glauben. Ne? Also das, ich gehe ja ohne Erwartungen daran, aber es ist wirklich bombastisch, was da passieren kann und sehr oft passiert. Das ist ja mega. Und was gibt es etwas, wo man dich kennenlernen kann, wo man das vielleicht mal testen kann oder was machen kann? Hast du da irgendwas im Angebot? Ja, also erstmal biete ich so ein Schmerzfreigespräch an. Da kann sich jeder melden gerne. Das ist kostenlos. Und da nehme ich mir dann Zeit und wir reden. Und ich schaue mal, ob ich der Person helfen kann. Oder was ich auch anbiete, ist mal so eine Probe, Fernheilungssession für Rückenbegradigung. Und da kann derjenige dann sofort spüren, was sich verändert. Das kann ich anbieten. Wow. Und ich habe montags ja mein ab und zu ein Webinar einmal im Monat und montags meinen Wohlfühlabend, wo die Menschen auch kostenlos teilnehmen können und Fragen stellen. Und da mache ich auch immer ganz wertvolle Übungen, wo die dann auch schon so die Woche ganz gut rumkriegen. Das ist ja mega. Und das ist alles kostenfrei, das schmerzfreie Analysegespräch, dass man sieht, wo die Potenziale sind. Dadurch sieht man wieder Hoffnung, hat wieder Erleichterung und mehr Lebensfreude, ne? Kommt da wieder in die Energie. Mhm. Dann, was hattest du noch gesagt? Das Webinar ab und zu und sogar noch jeden Montag Wohlfühlabend. Ja. Wow, das ist ja wirklich mega. Das ist ja ein Geschenk. Also da kann man mehr über dich erfahren, über diese Methodik. Das bietest du extra an, weil es so außergewöhnlich ist und man das gar nicht begreifen oder verstehen kann, ja, dass man da einfach die Chance hat, zu sich selbst Ja zu sagen und zu sagen, ich schaue mir das mal an. Es kann mir ja am Ende vielleicht nur helfen und besser gehen. Es kostet nichts, ich kann also nichts verlieren. Ich kann nur gewinnen, ein schönes Leben, einen guten Rücken. Hat man dann auch einen geraden Rücken, wenn das Rückenbegradigung heißt? Oder? Sollte theoretisch so sein, ja. Wow, also ich meine, ich kann jetzt keine Riesenskoliose-Verbiegung oder so, aber das ist ja wurscht. Ich sage immer, wer heilt, hat recht. Also Hauptsache keine Schmerzen. Ja, wow. Also das ist ja auch ein Geschenk, das einfach mal zu probieren, ne, und zu schauen, was mit dem Rücken dadurch passiert, dass man sogar aus Ferne den Rücken heilen kann. Das ist ja mega. Ja. Und sowas Ähnliches, wie du auch anbietest, liebe Ingeborg,
Das habe ich so was Ähnliches, weil viele, die mich kennen, wissen ja, dass ich als Unternehmensberaterin Coaches unterstütze, die dabei in die Sichtbarkeit zu bringen, so wie dich. Und nicht alle können schon so gut sprechen oder haben schon so ihre Einladungen oder ihre Wege. Und falls da jemand zuschaut, der auch gerne jeden Monat mindestens 10.000 Euro oder mehr verdienen möchte, den lade ich gerne ein in meine Challenge. Da machen wir zum Beispiel früh um 6 gemeinsam Ausrichtung, Sport, auch Dankbarkeit, dass wirklich die Ziele erreicht werden können vom Mindset her. Und ich zeige dir an manchen Terminen auch, wie du in die Sichtbarkeit gehst, wie du Stories machst, wie du es mit Spaß und Leichtigkeit und Freude machst, dass du auch einfach da bist, deine Sachen machst, die dir Spaß machen. Und das zeige ich dir. Dazu kannst du dich gerne zur Challenge bei mir anmelden. Und es gibt immer unterschiedliche Challenges, weil immer was anderes gerade Thema ist oder einfach Spaß macht. Und so wie auch du, liebe Ingeborg, dein Wohlfühlabend machst, erzähl mal, was passiert beim Wohlfühlabend und was habe ich davon, wenn ich daran teilnehme? Also, ich ziehe immer eine Karte, um zu schauen, wie im Feld, in der Gruppe, also in der Community, was da für eine Energie herrscht. Und das ist dann schon mal der erste Tipp, den die bekommen. Am Anfang reden wir noch ganz kurz, damit ich weiß, also es sind jetzt noch so unter 10 noch, wo die stehen und dann, die freuen sich auch immer und weh, ich vergesse einmal Karten ziehen, dann ist schon, also das verlangen sie dann. Dann spüre ich rein, was brauchen die gerade? Also dann mache ich, meistens mache ich eine ganz tolle Atemübung, die sie dann die ganze Woche atmen können, üben dürfen. Und dann noch eine kurze Führung, eine kleine Meditation, damit sie ganz entspannt dann in den Abend oder ins Bett gehen können. Wow, mega. Das ist ja wirklich ein Geschenk. Also wer da wirklich Schmerzen hat oder Schulters, fängt schon mit Schulterschmerzen an oder es muss ja nicht immer gleich Lähmung oder der ganze Rücken sein. Wer einfach Verspannung hat, viel sitzt vielleicht, der kann sich das einfach mal anschauen, dass du mehr ins Wohlgefühl kommst. Dadurch bist du fitter, dadurch bist du beweglicher, dadurch hast du auch mehr Lebensqualität für dein Alter, egal in welchem Alter, das ist einfach der Wahnsinn. Also jeden lade ich dazu ein, ich kenne Ingeborg schon sehr, sehr lange, das ist wirklich ein Geschenk und nutzt das, dir das einfach anzuschauen. Du musst dich nur entscheiden, auf den Link zu klicken. Und wie melde ich mich da an, liebe Ingeborg? Also ich habe ja die WhatsApp-Gruppe. Mhm. Das ist der einfachste Weg. Also man kann mich auch direkt anschreiben über Facebook oder also da in der Bio bei Instagram ist der Link für die für die WhatsApp-Gruppe. Oder wie gesagt, man schreibt mich direkt an und dann kann ich die Person auch in die WhatsApp-Gruppe holen. Das ist mir am allerliebsten und wer das nicht möchte, schreibt mich einfach an und dann kriegt er den Link zum Zoom-Call dann direkt. Genau, und auf deiner Homepage finde ich die Möglichkeit von diesem Schmerzfreigespräch. Ja, das Schmerzfreigespräch kann man da buchen, ja. Okay, prima. Das ist ja wirklich klasse. Also über die Homepage das Gespräch zu buchen, da suchst du dir einfach einen Termin aus. Es ist ein Online-Kalender, da kannst du schauen, wo du Platz hast, wo du Zeit hast und dann ist Ingeborg für dich da. Mhm. Oder du gehst auf Instagram auf das Profil von Ingeborg und kommst in diese WhatsApp-Gruppe, wo du dann jeden Montag eingeladen wirst zu diesem schönen Online-Meeting. Und das ist wirklich wertvoll. Ich danke dir, liebe Ingeborg, dass du die Zeit hattest, denn ich weiß, du bist sehr gut gebucht. Danke. Du standst auch schon auf der Bühne bei Damian Richter und hast wenig Zeit. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du heute hier bist und warst. Und wünsche allen, die sich mit Ingeborg vernetzen, einen ganz heilsamen Rücken, ganz viel Beweglichkeit, viel Freude und viele Wohlfühlmomente. Danke, liebe Ingeborg. Ja, ich danke dir, liebe Anne. Danke, danke. Für das Interview. Und ich empfehle wirklich allen, in deine Challenge reinzugehen, weil da bin ich auch und man kann nur dazu gewinnen.